Auf den Bergritten und auch generell ist es so, dass ich gerne bei meinem Pferd diese Duplos drauf beschlagen lasse. Das sind Kunststoffeisen mit einem Eisenkern. Man sieht hier schon, die gibt es in verschiedenen Formen und die gibt es auch mit Aufzügen. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel eine abgekantete Zehe, damit das Pferd schneller abrollen kann. Und es gibt auch unterschiedliche Profile. Und was das Tolle ist, beim Duplo gibt es natürlich auch richtig große Beschläge für große Pferde. Man sieht hier, die sind grün und orange. Das hat etwas zu tun auch, also die haben das eingefärbt wohl, mit unterschiedlicher Härte des Materials, damit der Abrieb nicht so stark ist. Im Winter ist es so, bei dem weicheren Material, das hat ein bisschen mehr Grip, weil das einfach mit den Temperaturen besser zurechtkommt bei kalten Temperaturen und das ist wohl mehr für die wärmeren Temperaturen auch geeignet. Ja, und ich beschlage das sehr gerne bei meinen, oder lasse es drauf beschlagen. Da gibt es spezielle Huftechniker. Das ist jetzt ein Eisen, das schon mehrere Ritte hinter sich hat und trotzdem ist es noch tippitoppi. Da kann ich locker noch, also ich bei meinem Pferd, 4-5 Wochen damit reiten. Der Vorteil von den Duplos ist, dass die in sich sich ein bisschen verwinden können. Das heißt, die können den Hufmechanismus ein bisschen besser noch mitleben, sage ich mal. Und dieser Quersteg, der hier hinten ist, verteilt die Last des Hufes oder das Gewicht des Pferdes auch noch ein bisschen besser auf den Huf dann komplett. Und kann sich hinten auch noch dann, wenn man bergab läuft, gräbt sich der hintere Teil so richtig noch ein bisschen mit rein und das Pferd kann damit schön bremsen. Also alles in allem ist das für mich der Beschlag, den ich in den Bergen gerne nutze und der uns super rauf und runter bringt. Das Tolle an diesen Duplos ist auch, dass man die Möglichkeit hat, hier hinten so mini kleine sowieso Widerstifte reinzudrehen. Die geben dann noch extra Grip oder man kann ja auch wie so Verschraubungen, wo man dann Stollen ein- und ausdrehen kann im Winter oder wann auch immer man sie braucht, immer individuell dann raus- und reindrehen.